Herr Denk, seit 4 Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Sie. Können Sie das nachvollziehen? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Als ich diese Vorladung von der Kripo bekam, dachte ich mir, ich bin im falschen Film. Und musste erstmal nachblättern, was die von mir wollen oder was ich mir vorzuwerfen hätte. Können Sie da noch mal erzählen, wie kam das überhaupt dazu? Also es gab ja diesen berühmten Fall Schottdorf. Was haben Sie damals aufgedeckt und berichtet und was ist dann passiert? Ich war nur Gerichtsberichterstatter in München und habe einen Fall verfolgt von einem Arzt, der verurteilt worden ist wegen Betrugs. Und zu diesem Betrug gehörte auch, dass er in diesem Netzwerk Schottdorf, diesem Laborunternehmer, tätig war und dadurch Provisionen offensichtlich auch betrügerisch zu Geld kam. Und was haben Sie dann berichtet? Ja, ich habe diesen Fall beleuchtet und dann kam diese berühmte Zeugenaussage eines LKA-Beamten im Gericht im Zeugenstand, dass eben hier auch irgendwelche Parteispenden geflossen seien und dass ab dieser Parteispende offensichtlich die Ermittlungen behindert worden sind. Als man auf diesen Parteispendenscheck oder auf dieses Schreiben stieß. Und warum wird jetzt gegen Sie ermittelt? Was ist denn das Problem? Naja, mittlerweile weiß ich natürlich, es geht darum, den Maulwurf zu finden. Das heißt, wir Journalisten sind solche Informanten angewiesen. Und um diesen Informantenschutz auszuhebeln, versucht man jetzt diese Quelle zu finden. Und deswegen wurde intern in der Justiz im LKA ein Riesenverfahren angestrengt, wo ich im Prinzip die Figur bin, der Anstifter zum Geheimnisverrat, wie in meinem Paragraphen drin steht, oder Vertraulichkeit des Wortes. Also ich hätte auch noch E-Mail- oder Faxverkehr abgefangen. Und wie fühlt sich das an, so im Visier der Ermittlungsbehörden als Journalist, der im Prinzip seine Arbeit gemacht hat und was aufdecken wollte? Ja, man muss sagen, am Anfang ist es natürlich wirklich, es ist bedrückend, weil man noch nie so oft das Wort Beschuldigter irgendwo gelesen hat. Und es gibt einem halt so, ja, auch ein Gefühl der Hilflosigkeit, wo man sagt, ich weiß ja, ich habe nichts Unrechtes getan und jetzt bin ich aber sozusagen hier stigmatisiert. Na gut, Journalisten kommen vielleicht damit besser klar wie ein Normalbürger, weil sie sagen, gut, ich bin nicht in der Arbeit, wo ich manchmal auch vielleicht irgendwie anecke, aber das ist für mich eindeutig ein politisches Verfahren. Wie ist das denn generell? Wie sehen Sie sich und Ihre Berichterstattung denn? Was ist Ihre Rolle hier in Passau? Was wollen Sie machen? Was schaffen Sie? Sind Sie irgendwie eine Art Gegenöffentlichkeit? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also so ein freier Journalist hat die Freiheit, dass er niemanden hat, der ihm sagt, was er machen zu tun hat oder nicht. Das heißt, ich habe keine Verleger bei mir, habe keine Chefs bei mir und kann frei Schnauze schreiben und was ich will und auch anprangern. Und das macht uns wahrscheinlich auch so gefährlich, weil wir nicht kontrollierbar sind. Auf der anderen Seite schaffen Sie es aber nur durch, ich sag mal, Sie haben keine Abhängigkeit, aber Sie haben eben auch niemanden mit viel Geld im Rücken, mit Rechtsschutz im Rücken. Also sozusagen, das geht auf Kosten einer gewissen Sicherheit. Ja, das ist genau das Riesenthema, natürlich, dass ich schutzlos auch gegen Klagen ausgesetzt bin, Unterlassungsklagen, Gegendarstellungen, Zivilklagen, die gleich viel Geld kosten, sobald das Fax reinläuft. Und da war ich jetzt angewiesen eben auf Rechtsschutz von Journalistenverbänden, von meinen Berufsverbänden, von Freischreiber oder eben auch wirklich auch von Bürgern, die sagen, okay, so ein freier Journalist ist wichtig, weil er hier eine Gegenstimme ist im Städtchen. Und die haben mich dann auch oft unterstützt und mich gesponsert, dass ich die Gerichtsverfahren dann zum Erfolg weiterführen konnte. Wie ist das denn überhaupt mit dem Bürgerblick? Wo kommt der her? Wie ist der entstanden? Wo war die Idee zuerst? Ja, da ging wirklich los mit Gegenöffentlichkeit. Es gab ein Projekt in Passau, die Neue Mitte, ein neues großes Kaufhaus sollte entstehen. Ein Teil der Bürger sagten, brauchen wir nicht, macht die Stadt kaputt. Der andere war der anderen Meinung. Und dieser Teil der Bevölkerung, die dagegen war, die habe dann ich quasi bedient. Und dann haben die gesagt, Mensch, mach doch irgendwie das öffentlich. Und aus Internet war also wahnsinnig wichtig, konnte ich diese Öffentlichkeit herstellen. Und später wurde daraus auch noch ein Printprodukt. Werden Sie denn ernst genommen und wahrgenommen als Journalist oder sind Sie nur der kleine Freie mit dem Internet und der dann noch nebenbei ein bisschen was druckt? Ja, also um ehrlich zu sein, auch mit kleiner Bescheidenheit, man wird sehr ernst genommen, mehr als man eigentlich das sich erwartet, weil man offensichtlich da doch viel bewegen kann. Gerade wenn man dann eine gewisse Leserschaft erreicht hat nach einer gewissen Zeit und dann ist es so, da wird dann drauf reagiert. Das heißt, man mag sich nicht eingestehen, aber man hat wirklich dann eigentlich schon ganz schön Einfluss in so ein kleines Städtchen, weil die Leute sagen, guck mal, was der Denk schreibt und dann haben wir so einen zweiten Blickwinkel und der kann manchmal ganz wichtig sein. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Lokalzeitung Passau Neue Presse? Wie berichten die bei zum Beispiel im Fall Schottdorf oder in anderen kritischen Fällen? Also ich bin ja ein Zögling dieser Lokalzeitung, bin ja da aufgewachsen. In diesen Fällen haben die natürlich ganz wenig geschrieben, weil man natürlich auch versucht, diesen freien Journalisten eigentlich ein bisschen wegzublenden. Das heißt, ich finde dort eigentlich nicht statt und ich finde, gewisse Themen, die ich angreife, gefallen natürlich dem Verleger nicht, weil ich schreibe auch über seine Bautätigkeiten, über Projekte, die er macht oder eben auch, wenn es um politische Sachen geht, beispielsweise der CSU-Generalsekretär, den Fall haben wir vor 5 Jahren mal aufgedeckt
Und die passende Presse hat das quasi nur so als Pflichtprogramm abgespult. Und die großen Berichte oder den Hintergrund liefern dann wir, so wie es die Überregionalen auch gemacht haben. Das heißt, Sie setzen auch ein bisschen die Regionalzeitung hier so unter Druck mit Ihrer Berichterstattung. Ja, ich glaube, dass solche freien Journalisten dann langfristig als Art Korrektiv wirken. Dass auch die Kollegen sich drüben manchmal mehr trauen können, weil die können sagen, Moment einmal, wenn es wir nicht schreiben, schreibt es der Denk. Und schon passiert etwas eigentlich hinter den Kulissen. Und wie sehen Sie das so für die Zukunft? Was haben Sie noch weiter vor? Ja, also ich denke mir, dass ich gut überleben kann, weil die Leute wieder verstehen, dass Journalisten eigentlich eine wertvolle Arbeit machen. Deswegen zahlen die auch für mein Blatt. Deswegen zahlen die vielleicht auch sogar freiwillig oft beim Online-Auftritt. Das heißt, es ist durchaus ein Umdenken da und die sagen, wir wollen lieber so kleine Querdenker, die da in den Markt ein bisschen aufmischen, als die angepassten Medien. Das heißt, Sie können aber auch davon leben, um das noch einmal zu beantworten. Ja, klar, ich habe einen großen Bauchladen als freier Journalist und beliefere andere Blätter auch, aber ich habe mein eigenes Projekt, meinen Internetauftritt und dieses gedruckte Blättchen und das sichert zu 3/4 meiner Existenz.